Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Hey, ich finde es komisch, dass am Ende der Show der Schwarze und der Halbschwarze kommen, aber alles andere finde ich supi. Fragen bis jetzt. Du machst Fotos oder googelst du, wer ich bin? Yeah. Hallo auch an den Endgeräten. Okay, die Freiwillige Bürgerwehr hat was vorbereitet. Gut, falls ihr euch Sorgen macht, erste Reihe, Corona, sind wir schon sicher. Ich kann euch beruhigen, von mir geht keine Gefahr aus. Ich bin seit gestern symptomfrei. Das freut mich wirklich. Nein, Spaß beiseite, ich bin wirklich mittlerweile 11-mal geimpft. Es gab in Duisburg eine Aktion pro Impfung ein Döner und da bin ich dabei. Das ist doch ganz klar. Das ist doch wirklich. Viele sagen, sprich bitte nicht über Corona. Wir haben sehr viel Streit in der Familie, im Freundeskreis. Es ist ein Thema, das die Gesellschaft spaltet. Wenn man es falsch macht, ja. Ne, hilft die Impfung? Ja, nein. Hat sie Risiken? Es gibt ja komischerweise viele Fragen, die noch unbeantwortet sind, angeblich. Ich finde, wenn man es richtig macht, ist Corona ein super Thema für Smalltalk. Ich war vor ein paar Wochen in einem Hotel, ich wollte einchecken und der Mann an der Rezeption, guten Abend, Ihr Name bitte. Ich so, hallo, ich bin Johannes Schulte. Seit der Impfung sehe ich anders aus. Und der hat mir geglaubt, der hat genickt. Der war blond und hieß Ahmed, auch ein Impfopfer. Das ist schwierig alles. Gut. Ja, ich finde es generell gut, dass wir auch mehr einfach über die guten Sachen sprechen. Mehr schöne Geschichten erzählen. Ich habe heute was sehr Schönes erlebt, weil in einer aktuellen Zeit wie heute, Krieg, Inflation, Spätfolgen Corona und so weiter, muss man auch den schönen Geschichten Zeit geben. Ich war heute in einem Supermarkt, man muss ja ab und zu Sachen kaufen. Und da war ein älteres Pärchen. Die Tür war defekt. Ich habe beide vorgelassen. Ich habe Tür aufgelassen. Durch und die Frau sagt einen Meter später zu ihrem Mann: Hast du gesehen, der Moslem hat das nur für uns gemacht? Das finde ich schön. Und der Mann antwortet ganz trocken: Ja, gibt auch die Guten. Ist eine schöne Geschichte. Oder vor ein paar Wochen habe ich mit zwei arabischen Flüchtlingen geredet. Die leben maximal 2 Jahre hier, das hat man leicht rausgehört. Und die sind beide bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich finde das cool. Ich bin hier geboren, ich habe noch nie in Erwägung gezogen, bei der Freiwilligen Feuerwehr mitzumachen. Jetzt kann man sagen, wow, das ist ein perfektes Beispiel für gelungene Integration. Man kann aber auch sagen, Leute, wir beruhigen uns, wenn man als Flüchtling in Deutschland in einem Flüchtlingsheim lebt, sollte man wissen, wie man Feuer löscht. Das ist einfach eine ganz pragmatische Wahl, Selbsterhaltungstrieb. Es kommen auch viele Fragen über Kultur und so ein Kram. Da sind sehr viele süße Fragen dabei. Ich wurde vor kurzem von einem älteren deutschen Mann gefragt, dürft ihr Moslems auch Meerschweinchen essen? Das war eine neue Frage. Die hat mich wirklich sehr überrascht. Ich dachte, okay, der greift ganz tief. Der will wirklich alles wissen. Und das Schöne ist, bei ihm wusste ich, ihm kann ich alles sagen. Der hat null Ahnung, der glaubt mir alles. Ich so, ja, dürfen wir. Aber nur, wenn wir das Meerschweinchen vorher selber erwürgt haben. Das ist ganz wichtig. Der Moslem muss spüren, es hat sich gewehrt. Ja. Du hast Bilder vor Augen, damit musst du selber zurechtkommen. Es schmeckt nicht so gut. Ja, gut. Und es ist ja wirklich so, es gibt keine blöde Frage. Der hat die Frage ernst gemeint, warum auch immer, aber Fettnäpfchen sind erlaubt bei solchen Fragen. Es gibt kulturelle Unterschiede, wir sind ja keine Roboter. Ich habe in der ersten Klasse damals etwas gemerkt. Ich habe gemerkt, es gibt doch Unterschiede zwischen den Kindern. Bei uns habe ich in der ersten Klasse damals gemerkt, dass viele deutsche Eltern abends ihren Kindern Geschichten vorlesen. Das ist krass. Das scheint hier normal zu sein, ja. Nee, bei uns war das anders. Bei uns haben wirklich, es war andersrum. Die Kinder haben den Eltern Briefe vorgelesen. Eine ganz andere Welt, immer irgendwas mit Frist. Also auch Geschichten, aber ohne Happy End. Das war der Unterschied. Dann gab es noch andere Kulturschockgeschichten, die habe ich bis heute nicht verarbeitet. Ich weiß noch, einmal wollten wir Fußball spielen, wir waren 15. Wir wollten alle, dass Benjamin mitkommt, weil er als einziger einen Ball hatte. Und an dem Tag kam der Schock. Der sagte, nein, Abdel, heute kann ich leider nicht. Ich so, warum nicht? Wir brauchen dich und den Ball. Also ich gehe heute in die Sauna mit meinen Eltern. Und das war wirklich ein harter Schock. Das ist, macht das jemand mit den Eltern in die Sauna und möchte darüber reden? Weil ich würde wirklich gerne wissen, was macht man mit den Eltern in der Sauna? Nach oben schauen, hoffen, dass vorbei ist. Und ich finde, mit den Eltern in die Sauna geht sogar noch. Richtig krass finde ich, mit den Eltern in die Sauna und danach weiter Kontakt haben. Das ist die Kunst. Als wenn nichts passiert. So, hey Papa, war echt cool. Mama, nächste Woche musst du mit. Das ist echt toll. Wir hängen da rum und schwitzen. Das ist grandios. Das ist bei uns undenkbar. Und bei uns meine ich muslimische Haushalte, aber auch Italien, Spanien, auch die kennen das nicht. Mit den Eltern in die Sauna, da reicht sogar die Fantasie nicht. Auch Albträume hören vor der Tür auf.
Echt vor der Tür sagt der Vater, du musst aufwachen, wir dürfen da nicht rein. Und dann, das ist schwierig. Bei uns geht man, wenn überhaupt, mit Freunden in die Sauna. Wenn überhaupt, mit Freunden. Wenn man es perfekt plant, macht man es ganz alleine in einer anderen Stadt. Handy aus, paar Stunden nicht erreichbar. Man hat auch kein Saunatuch dabei, weil wir haben von Natur aus genug flauschiges Material dabei. Mein bester Freund Ali zum Beispiel braucht beim Duschen kein Shampoo, er braucht Teppichreiniger. Das ist wirklich. Ali wäre heute auch gerne vorbeigekommen, aber von Bielefeld hierher war ihm dann doch zu lang. Zeit hätte er. Ali ist seit ein paar Jahren erfolgreich arbeitslos. Es ist wirklich kein Mitleid, er könnte locker einen Job finden. Ali hat echt eine abgeschlossene Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, Schwerpunkt Tachojustierung. Macht ihm keiner was vor, aber irgendwie hat er, weiß nicht, ob er keinen Bock hat, aber auf jeden Fall ist er arbeitslos, aber er ist fleißig. Er hat im Kofferraum immer eine Kellnerschürze und wenn er Geld braucht, holt er die raus, geht in Cafés und kassiert. Es ist grandios, es klappt, es ist ein Schichtwechsel, warum nicht? Es ist. Und er hat mir gesagt, Abdel, ich habe mir deine Instagram-Seite angesehen, dein Social-Media-Game, da muss noch was passieren, du musst mehr coole Wörter einbauen, du bist viel zu ernst, was soll denn das? Und ich habe gefragt, was meinst du mit coolen Wörtern und er sagte, YOLO nicht mehr. Aber vielleicht Cringe. Und Cringe werde ich auf jeden Fall nicht bringen, weil für Cringe muss man wirklich jung sein. Ich habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht, man hört ja viele Menschen reden. Es gibt wirklich viele coole Wörter, die man auch als Erwachsener gerne bringen würde und auch viele machen. Mein aktueller Favorit, sein Ernst. Ich finde sein Ernst wirklich toll, es ist der absolute Hammer, man kann es überall bringen. Man kann es überall, ja, hallo, ich hätte gerne ein Brötchen, haben wir leider nicht. Sein Ernst? Sein Ernst ist die Steigerung von dein Ernst. Also selbst wenn ich mit dir spreche und nur wir beide im Raum sind, sage ich, sein Ernst? Ich finde das toll, ich finde das wirklich super. Was ich nicht so verstehe, ist tatsächlich wird seit Jahren viel zu oft benutzt, tatsächlich. Hallo, wie heißen Sie? Ich heiße tatsächlich Jochen. So sehr nachdenklich, ich bin tatsächlich, ich bin's, es ist wirklich so. Oft auch am Ende, ich bin Jochen, tatsächlich. Ich verstehe das nicht. Die Deutsche Bahn könnte das bringen. Wir erreichen tatsächlich den nächsten Halt. Da hat es irgendwie Sinn, aber so im Gespräch. Ich verstehe das nicht. Gut. Ich würde gerne mehr von dieser Jugendsprache oder coolen Sprache nutzen. Vieles verstehe ich leider nicht. Ich habe vor ein paar Wochen zwei Jungs gesehen, maximal 16. Die haben sich unterhalten. Und irgendwann sagte einer zum anderen, okay, ciao, ist aber da geblieben. Das hat mich verwirrt. Ich so, hat er sich selber gehört? Das war doch eine Verabschiedung. Was macht er hier noch? Hab dann immer wieder drauf geachtet, ich sehe immer wieder eine Gruppe von jungen Leuten, irgendeiner sagt, okay, ciao, aber keiner geht. So kann man als Erwachsener auch reden, aber dann wird man abgeholt, bin ich mir ganz sicher. Und vor ein paar Tagen hat es zum Glück Klick gemacht, wenn junge Leute okay, ciao sagen, ist es eigentlich so gut wie nie eine Verabschiedung. Die wollen damit zeigen, sie finden etwas schlecht oder krass oder was auch immer. Meinetwegen, oh, coole Hose, 200 Euro, okay, ciao. Nach dem Motto, auf keinen Fall, ist zu viel, zahle ich nicht. Und das ist ein Riesenunterschied zur älteren Generation. Wenn Leute etwas schlecht finden aus der älteren Generation, dann gibt es keine Verabschiedung. Die grüßen dann. Hallo? Hallo? 200 Euro? Sein Ernst? Hallo? Ich freue mich schon, wenn sich demnächst Vater und Sohn irgendwo streiten. Hallo? Okay, ciao. Hallo? Okay, ciao. Dankeschön, das war's von mir. Haut rein. Thank you. Vielen Dank. Für euch, Abdel Karim! Danke.